Herr Müller, es gibt eine Großzahl an Leuten mit einer diagnostizierten Hüftarthrose. Viele davon müssen schlussendlich dann auch ein künstliches Hüftgelenk implantieren lassen. Können Sie vielleicht mal im Generellen sagen, was Arthrose überhaupt ist? Zuerst einmal haben Sie ja jetzt gerade selber gesagt, der Patient muss den operieren, oder? Und das mit dem Operieren müssen, hat zu tun mit der Position des Arztes, die sich in meinen Augen völlig selbst überschätzt, unbewusst oder bewusst. Und damit natürlich möglichst viele Operationen macht. Arthrose selber, sagt man, sei eine Abnützung vom Gelenk, vom Knorpel. Und dem ist auch so, dass findet man natürlich auch raus in der Röhre, in der Computertomographie. Aber es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Abnutzung von einem Gelenk, sprich Arthrose, und Schmerz. Also der Schmerz kann da sein ohne Abnutzung. Es kann aber auch sein, dass man sehr viel Abnutzung hat und kein Schmerz da ist. Für den Arzt ist einfach ein gefundenes Fressen, wenn er feststellt, dass irgendwo etwas eine Abnutzung sieht, dann sagt er, Sie müssen operieren. Und der Patient ist halt immer noch hörig am Arzt, obwohl man in den Zeitungen kann lesen kann, so und so viele tausend überflüssige Knie- und Hüftoperationen. Ich verstehe es nicht, wie der Patient sich so unmündig kann stellen kann, wie gelähmt. Wenn ein gelähmtes Schaf vor einem Leu, wenn der Arzt sagt, sie müssen, dann macht man es einfach. Man holt nicht einmal eine Zweitmeinung ein. Eben das Wort Arthrose, das in der Definition schon eine Abnutzung ist, wo aber überhaupt nicht muss wehtun, das wird sofort gepackt. Und man schaut, dass man das Opferpatient kann benutzen kann, um Geld damit zu verdienen, um eben die Hüften operieren. In vielen Fällen wird bei Hüftarthrose ja auch mal ein Schmerzmittel induziert oder Cortison gespritzt. Ist da auch eine Möglichkeit, um der Operation zum Beispiel umgehen, dass man kein künstliches Hüftgelenk braucht? Ja, von Fall zu Fall, wenn der Patient nicht sofort bereit ist zu operieren, dann ist der Arzt so schlau und findet noch so eine andere Möglichkeit. Er versucht natürlich, wenn ich gehe fischen und den Fisch schon mal am Angel haben, möglichst nicht mehr loszulassen. Und dann empfiehlt er ihm zum Beispiel eben Schmerztabletten, Spritzen, Cortison, irgendetwas. Und das ist natürlich der Anfang vom Ende. Dann hat er ihn sicher, so wird er den Fisch sicher fangen. Weil wenn er den Schmerzen nicht spürt und weiter rumläuft, dann tut er das Gelenk weiter überlasten, falsch belasten. Und wenn er dann, wenn die Wirkung von dem Medikament oder von der Sie sagen ja teilweise, Sie sagen Salzlösungen einspritzen, Sie haben noch Ihre eigenen Mittel, die Sie drin tun. Wenn denn das wirklich von dem weg ist, tut es noch mehr weh und sagt, ja, jetzt haben wir es halt ein bisschen rauszögern können, aber jetzt müssen wir es operieren. Das ist unter anderem Schmerzmittel, eine Methode, um den Fisch nicht loszulassen, sondern an den Angel zu halten, dann kommt er wieder und irgendwann sagt er dann so, jetzt ist es so weit, jetzt müssen wir operieren. Ich glaube, vielen Leuten ist das ganze Thema mit Arthrose auch ein Rätsel. Es gibt ja die Leute, die sagen, sie hätten praktisch keine Schmerzen, obwohl diagnostiziert worden ist, dass es eine hochgradige Arthrose ist. Und es gibt die Leute, die extreme Schmerzen haben bei jedem Schritt, bei jeder Bewegung. Können Sie da erklären, wieso das so ist? Ja, das hängt eben nicht mit dem Gelenk zusammen, nicht mit der Abnutzung, sondern das sind verklebte Faszien, das sind überlastige Befehle. Fehlbelastungen im Alltag, monotone Bewegungen, die man macht, zum Beispiel durchs Gehen auf den harten Boden, immer der gleiche monotone Schritt, die ständigen Millionen von Schlägen in die Gelenke rein, die führen dazu, dass die Faszien in der Umgebung der Gelenke sich verkleben, denn nachher wird das Gelenk unbeweglicher und die Unbeweglichkeit führt schlussendlich zum Schmerz, wenn man die Faszien löst, Dehnungsübungen macht, dann geht auch der Schmerz wieder weg, über Arthrose oder nicht. Das Arthrose ist einfach ein Köder, um den Patienten zu überzeugen, dass er operieren muss. Die tatsächlich
Ursachen von der Schmerz sind Fehlbelastungen im Alltag, zu viel Sitzen, auf das Gehen und Stehen auf diesen harten Böden, der Mehrkörper ist nicht für die gebaut. Das sind die Ursachen, monotone Bewegungen von den Gelenken sind die Ursachen und eben nicht die Arthrose selber. Die Ursachen und der Auslöser vom Schmerz. Sie haben jetzt gerade gesagt, der Mensch ist dafür gemacht, um auf der harten Böden zu laufen. Fakt ist aber, wir haben ja überall in der zivilisierten Welt harte Böden. Und ein Großteil der Leute sitzt auch relativ viel. Sie sagen, wenn man jetzt hier etwas ändert, dann kann man auch kann man die Arthrose umgehen oder die Abnutzung des Gelenks. Die Arthrose und die Abnutzung kann man vielleicht nicht umgehen. Das bin ich nicht sicher. Da gibt es verschiedene Behauptungen, dass ein Knorpel auch wieder nachwachsen kann, dass man Knorpel kann aufbauen kann. Es gibt ja auch Medikamente oder Ernährungsergänzung, die sagt, es deckt den Knorpelaufbau wieder fördern. Da verstehe ich zu wenig, da möchte ich mich nicht einlassen. Ich weiss einfach, dass man kann, ob Arthrose ja oder nein, dass man kann schmerzfrei werden kann, wenn man Bewegungen im Alltag, die zu Überlastungen führen, wenn man die verändern. Zum Beispiel, wir sind ja bekannt für elastisch federnde Böden zum Stehen im Büro zum Beispiel. Einfach weniger sitzen, mehr stehen im Büro. Oder auch zum elastisch federnden Gehen im Alltag, wo wir in unseren Kibunsohlen rein, die Sohle so gebaut haben, dass sie sich anfühlt wie auf elastisch federndem Moos. Und Hunderttausende von Kunden bestätigen, dass das funktioniert. Es funktioniert auch nicht immer. Man muss vielleicht zusätzlich noch Physiotherapie machen, eben faszienlösende Physiotherapie. Man muss teilweise Dehnungsübungen machen regelmäßig, aber in Kombination Veränderung von Bewegung im Alltag und beweglicher sich machen, das führt fast immer zur Schmerzfreiheit, Schmerzlinderung praktisch immer und zur Schmerzfreiheit in sehr, sehr vielen Fällen. Der Vorteil ist einfach, dass man es ausprobieren kann. Man muss auch mir nicht glauben. Also mir ist einfach ein Anliegen, dass man einem Arzt nicht einfach wie ein gelähmtes Schaf vor dem Leu einfach alles glaubt, sondern dass man da, wenn er sagt, hinterfragt. Man hat viele Möglichkeiten im Internet heutzutage, dass man Zweitmeinung fragt, vielleicht nochmal einen Arzt, besser jemand, der eben nicht auch operiert, sondern jemand, der nur konservativ schafft oder einen faszienorientiert arbeitenden Physiotherapeut oder eben Kibun. Man kann bei uns für 30 Franken in 2 Wochen kann man sich beraten lassen, man kann einen Schuh mit heimnehmen. Und in allermeisten Fällen funktioniert das mit ganz, ganz einfach. Und das Risiko ist 30 Franken bei einer Operation. Die können Sie nicht mehr rückgängig machen. Also Sie raten dementsprechend allen Patienten, wenn der Arzt einem sagt, wir müssen jetzt ein künstliches Hüftgelenk implantieren lassen, dass man sich sicher mal eine zweite oder dritte Meinung abholen soll. Ich warne den Patienten, einem Arzt zu glauben. Er ist ein Gott in Weiss. Und obwohl ja in den Zeitungen ständig, in namhaften, grossen Zeitungen, immer wieder geschrieben wird über die sinnlosen Operationen, wird die Wachstumszahl der Knie-Hüft-Operationen steigt jedes Jahr in der Schweiz 10%, 20% teilweise. Wir haben komplette Überversorgung, also in der Schweiz, in Deutschland, in Mitteleuropa wird 10-mal mehr operiert oder noch mehr als 10-mal als in anderen Ländern, wo sie genau gleich Voraussetzungen haben. Ich warne einfach Gott in Weiss oder doktorgläubig zu sein. Ich kann es nur noch mal wiederholen, man muss auch nicht mir glauben. Spüren Sie selber Ihren Körper rein, probieren Sie alle Möglichkeiten aus, informieren Sie sich im Internet. Aber glauben Sie einem Arzt nicht, wenn er Ihnen sagt, Sie müssen operieren, glauben Sie das einfach nicht. Es gibt ja aber auch viele Fälle, wo die Leute berichten nach einer Hüftoperation, nach einem künstlichen Gelenk, dass sie schmerzfrei sind und ihnen viel besser geht als zuvor. Können Sie vielleicht das erklären? Ja, es gibt natürlich viele Faktoren. Man hat dann Anästhesie bekommen, man hat das ganze System einmal runtergefahren, Faszien haben sich gelöst durch das. Es ist alles viel beweglicher geworden, weil man ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie eine Kortisonspritze.
Dann hat man ein bisschen etwas operiert, dann hat man geschnitten, tiefes Gewebe durchschnitten, was ja langfristig sehr, sehr schädlich ist, eigentlich schon die nächste Operation nach sich zieht. Aber der Schnitt hat eben auch zur Folge, dass eine eingespielte Schonhaltung im System inne muss neue Wege suchen. Und darum hat man oft, ich glaube, etwa zwei Drittel von den Operationen, die der Patient nachher, bei Hüftoperationen sind es glaube ich sogar noch mehr, sind es etwa 8 von 10, die zufrieden sind mit der Operation. Aber wenn man die in 5 oder 10 Jahren wieder fragt, dann sieht die Situation wieder ganz anders aus. Weil dann ist bereits etwas Nächstes kommen, wo dann reagiert. Das ist der Rücken, die andere, sehr oft eben die andere Hüfte oder das Knie oder eine Achillessehne. Das ist eine vorübergehende Verbesserung, die langfristig nichts mit der Operation zu tun hat. Es gibt übrigens auch Doppelblindstudien mit Operationen, die nachweislich, das sage nicht ich, das ist im ZDF gekommen, also im zweiten deutschen Fernsehen, die Studie ist bekannt unter den Ärzten, Mosley-Studie heisst die, die nachweist, dass bei den einen haben sie wirklich operiert, bei den anderen haben sie gar nicht operiert. Sie haben tun, wie sie operieren würden, sie haben auch die Narkose gemacht, sie haben auch ein Bildschirm gezeigt, wie es da bohrt und so, es war aber von einem anderen Patienten. Sie haben dann beigezogen, haben ein bisschen mit Wasser plätschert und das Resultat von den Schmerzen nachher ist bei beiden, auch nach 2 Jahren, hat die scheinbare Operation hat genau gleich viel genützt wie die echte Operation. Und hat man auch dort noch einen Nachweis, nachher nach diesen 2 Jahren, sind davor gesagt, dass bei denen, die operiert wird, dass das Taggelenk vielleicht mal ruhig gestellt ist und mal weniger belastet, dafür aber andere Gelenke überbelastet. Also bei dieser Mosley-Studie haben wir jetzt nur die 2 Jahre, wo ich meines Wissens so wie ich das nachgelesen habe, hat man nur die 2 Jahre und langfristige Untersuchungen hat man nicht mehr gemacht. Aber ich bin überzeugt, dass die operiert worden sind, langfristig sicher die schlechtere Ausgangslage haben, als die nicht operiert sind, weil der Körper ist selbst heilend. Wenn man ihm eine Chance gibt, dass man eben das Verhaltensmuster im Alltag ändert, dann ist es immer in jeder Situation besser, nicht zu operiert werden, als zu operieren. Gut, mal vielen Dank. Ich glaube, Sie haben uns eine sehr, sehr interessante Sichtweise dargestellt, was man sonst noch machen kann, wenn einem der Arzt sagt, wir haben jetzt Arthrose und wir müssen operieren. Ich tue noch mal schnell repetieren, man soll auf jeden Fall eine 2. oder 3. Meinung einholen und nicht gerade sofort am Arzt hören sein und unter das Messer gehen. Genau. Super. Vielen Dank, Herr Müller, für das Interview. Danke, Herr Zbinden.